Namaste. Guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation. An Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur Unterstützung und weiteren Vorbereitungen der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel mit dem Daumen, links ausatmen, links einatmen. Wechsel mit dem Daumen, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters anwenden und üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger und ausgeglichener. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass hier und jetzt das Gefühl zu, dass alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Om.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yoganandaji, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele, zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Beobachte von dort deinen Atem. Brauchst nicht zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Spüre und fühle kühle Luft beim Einatmen und etwas wärmere Luft beim Ausatmen. Konzentriere dich vollkommen auf diesen Atemrhythmus. Werde eins mit ihm.
Wenn du möchtest, kannst du deinen Atem mit einem Mantra verbinden. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. So. So. Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Wenn sich deine Emotionen und Gedanken vollkommen beruhigt haben, lass das Mantra los und verweile in diesem ruhigen, friedvollen Zustand, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und konzentriert. Beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir unseren blauen Planeten, die Erde, vor, mit seinen mehr als 7,8 Milliarden Menschen. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, eines jeden Lebewesens. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, zuversichtlich, freundlich, optimistisch und konstruktiv. Sieh sie erwacht zu ihrer wahren Natur. Wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, dass er jetzt deiner persönlichen Anteilnahme, Hilfe oder Unterstützung bedarf, sieh ihn oder sie vor deinem Auge. Sieh sie oder ihn glücklich, gesund, zufrieden, zuversichtlich, optimistisch und erwacht zu seiner oder ihrer wahren Natur. Sieh dich selbst gesund, zufrieden, zuversichtlich, selbstbewusst, optimistisch und konstruktiv. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Sieh dich erwacht zu deiner wahren Natur. Sei dir der Tatsache bewusst, dass du in all deinen konstruktiven Bemühungen die Unterstützung der Gesetze der Natur und Gottes Gnade erfährst. Sei offen und dankbar für die Wahrheit und Erkenntnis, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, alles im permanenten Wandel, nichts von Bestand. Lass uns am Schluss der Meditation gemeinsam dreimal Om singen. Om.
Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das 4. Yama, Brahmacharya. Brahmacharya bedeutet göttliches Verhalten. Die Erhaltung und Transformation von vitalen Kräften. In Patanjalis Yoga Sutras wird Brahmacharya folgendermaßen beschrieben. Wenn alle Gedanken und Handlungen vollkommen an das Streben nach Selbstverwirklichung angepasst sind, ist körperliche, geistige und spirituelle Stärke erlangt. Das im Originaltext verwendete Sanskrit-Wort Brahmacharya bedeutet göttliches Verhalten. Es wird für jemanden empfohlen, der nach Selbstverwirklichung strebt. Wenn mentale Energien und Lebenskräfte bewahrt und nicht verschwendet werden, werden grobe Energien in feine Essenzen umgewandelt, die das körpereigene Immunsystem stärken, das Gehirn verfeinern, das Nervensystem beleben, biologische Alterungsprozesse verlangsamen und die Kräfte der Wahrnehmung, der Intelligenz, des Willens und der Konzentration erheblich verbessern. Sorgen, Stress, sinnlose Handlungen, zwanghaftes Verhalten, geistige Verwirrung, emotionale Konflikte, übermäßiges Essen, übertriebenes Fasten, Suchtverhalten, übermäßiges Reden, Schlafmangel, schlechte Gesundheitsgewohnheiten und giftige Umweltbedingungen entziehen dem Körper wichtige, vitale Kräfte. Das 4. Yama aus Patanjalis Yoga Sutras, Brahmacharya, göttliches Verhalten. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Brahmacharya. Ja, und heute am 30. Dezember 2021 einen guten Rutsch und ein glückliches, gesundes, gelassenes und erleuchtetes neues Jahr. Namaste.